Liebe Freundinnen und Freunde des Werks von Wolfgang Borchert, im Namen der Staats- und Universitätsbibliothek begrüße ich Sie herzlich zu diesem Abend unter dem Motto Lebe, Liebe, Leide und Schreibe. Es ist wunderbar, dass sich unter dem Motto Hamburg liest Borchert so viele Menschen zusammenfinden, um aus Anlass seines 100. Geburtstages sein Werk aufs Neue zu entdecken. Die SUB ist einer der Orte, an denen man Borchert besonders nahe sein kann. Sein Archiv ist seit 1976 Teil der Staats- und Universitätsbibliothek. Seine Mutter hatte uns den Nachlass übergeben, Manuskripte, Briefe, aber auch Zeugnisse seines Lebens, sogar die berühmten Möbel seines Arbeitszimmers, damit wir an sein Leben erinnern. Wir haben überlegt, wie können wir diese Zeugnisse seines Lebens und seines Werkes in diesem Jubiläumsjahr der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mithilfe der Hermann-Remsmann-Stiftung und der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius ist es uns möglich, in Form einer Borchert-Box mitten im Lesesaalbereich der Bibliothek eine Ausstellung auf Dauer einzurichten. Diese Borchert-Box, wie wir sie nennen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen, sobald Sie wieder zu uns kommen. Wir freuen uns auf Sie. Liebes Publikum, mein Name ist Hans-Gerd Winter. Ich bin Vorsitzender der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft und muss zuerst sagen, der heutige Abend ist eine Premiere im doppelten Sinn. Einmal ist es natürlich die erste Lesung dieser Art. Zweitens findet sie digital als Streaming statt. Und das ist natürlich ein Experiment für alle Beteiligten. Und ich bin sehr gespannt, wie das sozusagen auf dem Bildschirm wirken wird, was wir jetzt hier veranstalten. Ich drücke den Daumen, dass es für alle Beteiligten, also für Sie im Publikum, wo Sie auch immer sind, ob Sie in Hamburg sind, ob Sie in Aberdeen sind, wo auch immer, am Anfang der Elbe, bei der Quelle oder bei der Mündung der Elbe, in die Nordsee, wo auch immer Sie sind, dass Sie einen verglücklichen, aber gleichzeitig auch manchmal zum Nachdenken anregenden Abend haben. Ein kurzer Dank geht nochmal an die Staatsbibliothek, die diese Veranstaltung ja unterstützt hat. Und da geht es auch um den Ansprechpartner, nämlich Herrn Ulmer, mit dem ich also zusammengearbeitet habe, der also auch die Veranstaltung mit vorbereitet hat. Ein mindestens so großer Dank geht dann an Sonja Valentin. Wir haben festgestellt, dass wir 25 Jahre zusammenarbeiten und immer mal wieder Borchert-Veranstaltungen gemacht haben. Das ist ein unglaubliches Jubiläum. Das gibt es wahrscheinlich selbst im Kulturbereich relativ selten, so etwas. Also der Abend hat dir eine Menge zu verdanken. Und ich gehe dann gleich weiter. Hamburg liest Borchert. Das ist ein Projekt, das die ganze Stadt betrifft. Wir sind sozusagen der Prolog vor dem Sturm. Und zu danken ist dabei der Kulturbehörde, die unsere Veranstaltung über diesen Rahmen auch unterstützt. Als Letztem möchte ich danken dem Theater im Zimmer. Das hat überhaupt das Streaming überhaupt erst möglich gemacht in diesen wunderschönen Räumen, muss man sagen. Und auch in dieser perfekten Technik mit engagierten Technikern und Kameraleuten, die also den heutigen Abend mitgestalten. Also großer Dank auch an Martha Kunicki, die ja den Abend zugelassen hat. Ja, lebe, liebe, leide und schreibe. Das ist das Motto des heutigen Abends. Verschiedene Facetten von Wolfgang Borcherts Leben und auch von Wolfgang Borcherts Werk. Heitere wie ernsthafte. Er lebte ja in einer sehr, sehr schwierigen Zeit und es war ihm auch vergönnt, nur kurz zu leben. Nichtsdestotrotz ist es ein reiches Leben, wie der heutige Abend auch zeigen wird.
möchte dann jetzt noch die Beteiligten vorstellen. Also hier links von mir ist Stella Roberts aus Wien, aus was ihr wollt, zu uns gekommen. Dann der zweite Lesende ist Jens Wawritschek, Borchert Gesellschaftsmitgliedern keineswegs unbekannt, nämlich von diversen Borchert-Lesungen, die zum Teil schon ziemlich lange zurückliegen. Das Gleiche gilt natürlich für Nathalie Böttcher, die erste der beiden, die also auch ein Instrument haben, Akkordeon, die auch mit Jens Wawritschek ja auch zusammengearbeitet hat. Und dann kommt Johannes Kirchberg, der nun auch in puncto Borchert auch kein Unbekannter ist, sondern ein eigenes Borchert-Programm hat, mit dem er auch durch die, nicht nur durch die Bundesrepublik, sondern darüber hinaus schon gereist ist. Ich wünsche uns allen einen wirklich angenehmen, vergnüglichen und auch zum Nachdenken anregenden Abend. Und ich denke, jetzt überlassen wir den Beteiligten das Wort. An Karl Ludwig Schneider. 27. Mai 1947. Lieber Herr Schneider, der gewünschte Steckbrief sieht so aus. Am 20.05.21 in Hamburg geboren. Nach der Schule zuerst Buchhändler, dann Schauspieler. Im Kriege verwundet. Zweimal eingelocht. In Nürnberg und Moabit. Nach dem Endsieg Regieassistent bei Nathan der Weise. Seit Oktober 1945 mit den Folgen des Dritten Reiches im Bett. Literarische Gehversuche. Ich glaube, das wird genügen. Zur Ergänzung lege ich noch einen Artikel aus der Welt mit ein. Hoffentlich sehen wir uns bald in einem anderen Land. Pausbäckig und satt. Bis dahin grüßt Sie Ihr W. Borchert. Der Schriftsteller muss dem Haus, an dem alle bauen, den Namen geben. Auch den verschiedenen Räumen. Er muss das Krankenzimmer das traurige Zimmer nennen, die Dachkammer das windige und den Keller das düstere. Er darf den Keller nicht das schöne Zimmer nennen. Wenn man ihm keinen Bleistift gibt, muss er verzweifeln vor Qual. Er muss versuchen, mit dem Löffelstiel an die Wand zu ritzen. Wie im Gefängnis. Dies ist ein hässliches Loch. Wenn er das nicht tut in seiner Not, ist er nicht echt. Man sollte ihn zu den Straßenkehrern schicken. Wenn man seine Briefe in anderen Häusern liest, muss man wissen, aha,
Ja, so also sind Sie in jenem Haus. Es ist egal, ob er groß oder klein schreibt, aber er muss leserlich schreiben. Er darf in dem Haus die Dachkammer bewohnen. Dort hat man die tollsten Aussichten. Toll, das ist schön und grausig. Es ist einsam da oben. Und es ist da am kältesten und am heißesten. Wenn der Steinhauer Wilhelm Schröder den Schriftsteller in der Dachkammer besucht, kann ihm womöglich schwindlig werden. Darauf darf der Schriftsteller keine Rücksicht nehmen. Herr Schröder muss sich an die Höhe gewöhnen. Sie wird ihm gut tun. Nachts darf der Schriftsteller die Sterne begucken. Aber wehe ihm, wenn er nicht fühlt, dass sein Haus in Gefahr ist. Dann muss er posaunen, bis ihm die Lungen platzen. Nachts. Meine Seele ist wie eine Straßenlaterne. Wenn es Nacht wird und die Sterne aufgehen, beginnt sie zu sein. Mit zitterndem Schein tastet sie durchs Dunkel, verliebt wie die Katzen auf nächtlichen Dächern mit grünem Gefunkel in den Augen. Menschen und Spatzen schlafen. Nur die Schiffe schwanken im Hafen. Hebt der Mond sich über den Rand von einem Kirchendache, ist in meinen Augen knisternd ein Streichholz aufgeflammt und ich lache. Regen rinnt. Bei mir sind nur mein Schatten und der Wind. Und meine Hände haben noch den Duft von irgendeinem schönen Kind. Warum? Ach sag, warum geht nun die Sonne fort? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da geht die Sonne fort. Warum, ach sag, warum wird unsere Stadt so still? Schlaf ein, mein Kind. Und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, weil sie dann schlafen will. Warum, ach sag, warum brennt die Laterne so? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da brennt sie lichterloh. Warum, ach sag, warum gehen manche Hand in Hand? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht man Hand in Hand. Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da sind wir ganz allein. Die Kirschen. Nebenan klirrte ein Glas. Jetzt isst er die Kirschen auf, die für mich sind, dachte er. Dabei habe ich das Fieber. Sie hat die Kirschen extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. Jetzt hat er das Glas hingeschmissen und ich habe das Fieber. Der Kranke stand auf. Er schob sich die Wand entlang. Dann sah er durch die Tür, dass sein Vater auf der Erde saß.
Er hatte die ganze Hand voll Kirschsaft. Alles voll Kirschen, dachte der Kranke. Alles voll Kirschen. Dabei sollte ich sie essen. Ich hab doch das Fieber. Er hat die ganze Hand voll Kirschsaft. Die waren sicher schön kalt. Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt für das Fieber. Und er isst mir die ganzen Kirschen auf. Jetzt sitzt er auf der Erde und hat die ganze Hand davon voll. Und ich hab das Fieber. Und er hat den kalten Kirschsaft auf der Hand. Den schönen, kalten Kirschsaft. Er war bestimmt ganz kalt. Er stand doch extra vorm Fenster für das Fieber. Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, sah der Vater auf. Junge, du musst doch zu Bett. Mit dem Fieber, Junge, du musst sofort zu Bett. Alles voll Kirschen, flüsterte der Kranke. Er sah auf die Hand. Alles voll Kirschen. Du musst sofort zu Bett, Junge. Der Vater versuchte aufzustehen und verzog das Gesicht. Es tropfte von seiner Hand. Alles Kirschen, flüsterte der Kranke. Alles meine Kirschen. Waren sie kalt? Fragte er laut. Ja, sie waren doch sicher schön kalt, wie? Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind, damit sie ganz kalt sind. Der Vater sah ihn hilflos von unten an. Er lächelte etwas. Ich komme nicht wieder hoch, lächelte er und verzog das Gesicht. Das ist doch zu dumm. Ich komme buchstäblich nicht wieder hoch. Der Kranke hielt sich an der Tür. Die bewegte sich leise hin und her von seinem Schwanken. Waren Sie schön kalt? Flüsterte er. Ja? Ich bin nämlich hingefallen, sagte der Vater. Aber es ist wohl nur der Schreck. Ich bin ganz lahm, lächelte er. Das kommt von dem Schreck. Es geht gleich wieder. Dann bringe ich dich zu Bett. Du musst ganz schnell zu Bett. Der Kranke sah auf die Hand. Ach, das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein kleiner Schnitt, das hört gleich auf. Das kommt von der Tasse, winkte der Vater ab. Er sah hoch und verzog das Gesicht. Hoffentlich schimpft sie nicht. Sie mochte gerade diese Tasse so gern. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Ausgerechnet diese Tasse, die sie so gern mochte. Ich wollte sie ausspülen, da bin ich ausgerutscht. Ich wollte sie nur ein bisschen kalt ausspülen und deine Kirschen da hineintun. Aus dem Glas trinkt es sich so schlecht im Bett. Das weiß ich noch. Daraus trinkt es sich ganz schlecht im Bett. Der Kranke sah auf die Hand. Die Kirschen, flüsterte er. Meine Kirschen. Der Vater versuchte noch einmal hochzukommen. Die bring ich dir gleich, sagte er. Gleich, Junge, geh schnell zu Bett mit deinem Fieber. Ich bringe sie dir gleich. Sie stehen noch vorm Fenster, damit sie schön kalt sind. Ich bringe sie dir sofort. Der Kranke schob sich an der Wand zurück zu seinem Bett. Als der Vater mit den Kirschen kam, hatte er den Kopf tief unter die Decke gesteckt. Apfelblüten tun sich langsam zu beim Abendvers der süßen Vogelkehle. Die Frösche sammeln sich am Fuß des Stegs. Die Biene summt den Tag zur Ruhe. Nur meine Seele, meine Seele, meine Seele ist noch unterwegs. Meine Seele, meine Seele ist noch unterwegs. Die Straße sehnt sich nach der nahen Stadt.
in der Nacht das Leben weiter glimmt, weil hier noch Herzen schlagen. Wer jetzt noch kein Zuhause hat, wenn ihn die Nacht gefangen nimmt, der muss noch lange fragen, warum die Blumen leidlos sind, warum die Vögel niemals weinen und ob der Mond wohl auch so müde ist. Und dann erbarmt sich leis ein Wind des einen, bis er im Schlaf die Welt vergisst. Nur meine Seele, meine Seele ist noch unterwegs. 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 Moabit. Die Wanzen lassen uns nicht schlafen. Man denkt die ganze Nacht an Frauen, die wir wohl irgendwann mal trafen. Von den smaragdäugigen und blauen, den zärtlichen und schlanken haben wir gequasselt, geprahlt, geseufzt. Im ersten Morgengrauen war eine Ente laut vorbeigerasselt zum nächsten Binnenmeer. Mensch, wenn man so eine Ente wäre. Qingling, die Fliege. Sie finden, das ist ein viel zu schöner Name für eine simple Stubenfliege? Oh, dann muss ich Ihnen erzählen, wie die Fliege Qingling zu ihrem sonderbaren Namen gekommen ist. Und Sie werden ihn dann auch zumindest ganz originell finden. Hören Sie bitte. Haben Sie schon mal im Gefängnis gesessen? Oh, Verzeihung, natürlich nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es gar nicht so schwer ist, hineinzukommen. Das Umgekehrte, nämlich das Herauskommen, pflegt sich im Allgemeinen viel schwieriger zu gestalten. Wie ich bei der Verhandlung erfuhr, sollte ich in einem dem Alkoholrausch nicht unähnlichen Zustande irgendwo, irgendwann über irgendwen eine faule Bemerkung gemacht haben. Das soll man nie tun. Hamlet musste auch dran glauben, weil er fand, dass im Staate Dänemark etwas faul sei. Hamlet durfte das auch nicht tun, wo er doch... Na, das ist jetzt egal. Wichtig ist im Moment, dass Sie erfahren, warum ich die Fliege Qingling nannte. Ich hockte unter den niederschmetternden Anklagen des Gerichts völlig zusammengebrochen, umwogt von undurchdringlichen Nebeln seelischer Düsternkeit, mit leerem Magen und angezogenen Knien in meiner Zelle und stierte mit geradezu fakirhafter Gelassenheit gegen eine der schmucklosen Wände, als plötzlich, unmittelbar vor meinen verfinsterten Augen, eine kleine, gewöhnliche Stubenfliege an der Wand saß. Vielmehr, sie stand, denn eine Fliege kann sich ja gar nicht setzen. So plötzlich war sie da wie ein Tintenklecks im Mathematikheft. Blitzschnell erinnerte ich mich der grauen Vorzeit, in die die Tage meiner Kinderstube einmal gefallen sein müssen, und ich fragte sie höflich, womit ich ihr dienen könne. Sie nahm gar keine Notiz von mir und strafte mich mit einer Verachtung, wie es eben nur eine Fliege kann. Wusste sie von meinem Fall? Aber nein, sie hatte sich diese ruhige Stelle nur erwählt, um sich ein paar Minuten ungestört der kosmetischen Pflege hingeben zu können, und dabei lassen sich Damen im Allgemeinen nicht gerne stören. Ich war aber trotzdem nicht Kavalier genug, um artig wegzusehen, sondern ich sah ihr ganz ungeniert zu. Und mein kleines Fliegenfräulein schien sich ihrer Reize durchaus bewusst zu sein,
denn sie ließ mich wortlos gewähren und schüttelte nur einmal kurz und verächtlich mit den Schultern. Sie fuhr nun mit einigen ihrer Beine zärtlich unter die gläsernen Flügel und strich sie sorgsam glatt, so wie ungefähr eine Tänzerin ihr durchsichtiges Ballettröckchen zurechtstreicht, aber natürlich nicht mit den Beinen. Nachdem sie sich durch einen schnellen Ruck ihres merkwürdigen Kopfes davon überzeugt hatte, dass die Flügel nach dem letzten Schick und gut auf Taille saßen, wandte sie sich eifrig ihren Füßen zu, Mani und pedikürte mit einer Intensität drauf los, als ob sie heute noch einen Fliegenbaron oder einen steinreichen Brummer betören müsste. Nur ob sie ihre Fuß- und Fingernägel blau oder rot lackierte, konnte ich wegen der mangelnden Beleuchtung nicht feststellen. Wieder machte sie diese ruckartige Bewegung mit ihrem Kopf und nachdem sie das dritte Bein von links noch einmal flüchtig nachpoliert hatte, wandte sie sich dem Make-up ihres Gesichtes zu. Verflixt, ich muss gestehen, dass mir der helle Angstschweiß ausbrach bei ihren Verrenkungen, denn ich fürchtete jeden Augenblick, dass sie sich den Kopf aus dem Gelenk drehen würde und was ist eine Fliege ohne Kopf? Nachdem sie sich das kurze Haupthaar energisch mit dem rechten Vorderfuß zurückgestrichen hatte, nahm sie den Kopf zwischen die beiden Vorderbeine und fing an, ihren ohnehin schon stecknadelschlanken Hals zu massieren, dass mir vor Spannung der Atem wegblieb. Aber endlich hatte sie auch das geschafft und sie ging zur Augenpflege über. Nachdem sie sich die Wimpern gründlich ausgebürstet hatte, zog sie die Brauen noch einmal sorgfältig nach, wobei sie es doch nicht unterlassen konnte, mir einen kleinen, koketten Seitenblick zuzuwerfen. Und dann, ein Zittern ging durch ihren Körper. Anscheinend puderte sie sich noch einmal über. Dann war sie fertig und spazierte selbstgefällig einige Schritte vor meiner Nase auf und ab. Ich weiß nicht, wie es kam, aber das muss mich irgendwie gereizt haben. Ist es nun ein uralter, typisch männlicher Wesenszug? Ist es der Jagdtrieb oder ist es nur ein Rückfall in die Flegeljahre? Jedenfalls nahm meine Hand bei dem herausfordernden Gebaren der Fliege unbewusst die bekannte, charakteristische Haltung zum Fliegenfang an und schob sich mit Vorsicht näher an das scheinbar ahnungslose Opfer heran. Und da fing auch mein Verstand an, einige erklärende Gedanken von sich zu geben. Vielleicht wollte er das sonderbare Gehabe meiner Hand rechtfertigen. Jedenfalls dachte ich, so wie man mich gefangen hat, so werde ich dich jetzt fangen, du winzige Fliege. Ich will auch mal Schicksal spielen. Ich will dein Schicksal sein. Und gleich werde ich über Leben und Tod entscheiden. Aber so dachte ich nur. Denn als meine also schicksalsträchtige Hand nun plötzlich gottähnlich zugreifen wollte, tappte sie genarrt ins Leere. Und der kleine, schwarze Tintenkleck saß, als ob nichts geschehen wäre, nur wenige Zentimeter höher an der Wand. Gerade so hoch, dass ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Resigniert wollte ich wieder in meinen Stumpfsinn zurückfallen. Da durchfuhr es mich wie ein Blitz mit grauenhafter Beklemmung. Hatte die Fliege nicht eben gegrinst und mir mit ihrem blödsinnigen Kopf nachsichtig zugenickt? Gerade wollte ich ihr meinen Stiefel mitten in das höhnische Gesicht schleudern, da sprach sie mich an. Mit einer etwas dünnen und sehr sachlichen Stimme, der aber doch eine gewisse Lebensweisheit nicht fehlte. Sie erinnerte mich an meinen alten Religionslehrer. »Siehst du«, sagte sie, »du wolltest mein Schicksal sein und jetzt bin ich dir entwischt, du Dummkopf. Man muss nämlich über seinem Schicksal stehen, wenn es auch nur wenige Zentimeter sind. Gerade so viel, dass es einen nicht mehr erreicht und in die Tiefe reißen kann. Begreifst du das?« »Du hast mich ausgelacht, Fliege«, brauste ich auf. »Das ist es ja eben«, antwortete sie kühl. »Man muss über sein Schicksal lächeln können. Siehst du, du Einfallspinsel, und dann entdeckt man, dass das Leben viel mehr Komödie als Tragödie ist.« Sie setzte sich in Positur, nickte mir noch einmal flüchtig zu und damit war sie auf und davon. So plötzlich, wie sie gekommen war. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich habe gefunden, dass die Fliege recht hat. Man muss über seinem Schicksal stehen.
Ich habe noch oft an meine kleine Fliege gedacht, die wie ein Sonnenstäubchen in meine Dunkelheit geflogen kam. Und ich habe ihr nachträglich noch einen Namen gegeben. Ich habe sie Ching Ling genannt. Das ist chinesisch und heißt die glückliche Stimmung. Klatschmohn. Eishermelin hängt an schweigsamen Karten. Furchtbare Vögel durchschrien die Nacht. Granaten. Plötzlich, da blüht es wie Klatschmohn im Schnee, blüht mit verbrennender Glut. Blut. Die Sterne sind fremd und rot. Klatschmohn in blassblauer Schale muss wunderbar sein. Wie der Tod. Vier Soldaten. Und die waren aus Holz und Hunger und Erde gemacht. Aus Schneesturm und Heimweh und Barthaar. Vier Soldaten. Und über ihnen brüllten Granaten und bissen schwarzgiftig kläffend in den Schnee. Das Holz ihrer vier verlorenen Gesichter stand starrkantig im Geschwanke des Öllichts. Nur wenn das Eisen oben schrie und furchtbar bellend zerbarst, dann lachte einer der hölzernen Köpfe. Und die anderen grinsten grau hinterher. Und das Öllicht bog sich verzagt. Vier Soldaten. Da krümmten sich zwei blaurote Striche im Barthaar. Meine Güte, hier braucht im Frühling aber nicht gepflügt zu werden. Und gedüngt auch nicht, heiserte es aus der Erde. Einer drehte zuversichtlich eine Zigarette. Hoffentlich ist das hier kein Rübenacker. Rüben kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Aber zum Beispiel, wie findet ihr Radieschen? Die ganze Ewigkeit Radieschen. Die blauroten Lippen krümmten sich. Wenn nur die Regenwürmer nicht wären, da muss man sich doch mächtig dran gewöhnen. Der in der Ecke sagte, davon merkst du dann doch nichts mehr. Wer sagt das? Fragte der Zigarettendreher. Wie? Wer sagt das? Da schwiegen sie. Und oben kreischte ein wütender Tod durch die Nacht. Schwarz-blau zerriss er den Schnee. Da grinsten sie wieder. Und sie sahen die Balken über sich an. Aber die Balken versprachen nichts. Dann hustete der aus seiner Ecke her. Na, wir werden ja sehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das Verlassen kam so heiser, dass das Öllicht schwankte. Vier Soldaten. Aber einer, der sagte nichts. Der glitt mit dem Daumen am Gewehr auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und er drückte sich an sein Gewehr. Aber er hasste nicht so wie dieses Gewehr. Nur wenn es über ihnen brüllte, dann hielt er sich daran fest. Das Öllicht bog sich verzagt in seinen Augen. Da stieß der Zigarettendreher ihn an. Der Kleine mit dem gehassten Gewehr wischte erschrocken über das blasse Bartgestrüpp um den Mund. Sein Gesicht war aus Hunger und Heimweh gemacht. Da sagte der Zigarettendreher, du, gib mal die Ölfunzel her. Natürlich, sagte der Kleine und nahm das Gewehr zwischen die Knie. Und dann kam seine Hand aus dem Mantel und nahm das Öllicht und hielt es ihm hin. Aber da fiel ihm das Licht aus der Hand. Und er losch. Und er losch. Vier Soldaten. Ihr Atem war zu groß und zu einsam im Dunkeln. Da lachte der Kleine laut und hieb sich die Hand auf das Knie. Junge, hab ich einen Tatterich. Habt ihr das gesehen? Die Funzel fällt mir glatt aus der Hand. So ein Tatterich. Laut lachte der Kleine, aber im Dunkeln drückte er sich dicht an das Gewehr, das er so hasste. Und der in der Ecke dachte, keiner ist unter uns, keiner, der nicht zittert. Der Zigarettendreher aber sagte, ja, man zittert den ganzen Tag. Das kommt von der Kälte, diese elende Kälte. Da brüllte das Eisen über ihnen und zerfetzte die Nacht und den Schnee. Die machen die ganzen Radieschen kaputt.
grinste der mit den blauroten Lippen. Und sie hielten sich fest an den gehassten Gewehren und lachten. Lachten sich über das dunkle, dunkle Tal. Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam und unsere Jugend ist ohne Jugend. Und wir sind die Generation ohne Grenze, ohne Hemmung und Behütung. Ausgestoßen aus dem Laufgitter des Kindseins in eine Welt, die uns bereitet, die uns darum verachten. Aber sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können, wenn die Winde dieser Welt es umwirbelten. So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung. Und die Winde der Welt, die unsere Füße und unsere Herzen zu Zigeunern auf ihren heiß brennenden und mannshoch verschneiten Straßen gemacht haben, machten uns zu einer Generation ohne Abschied. Wir sind die Generation ohne Abschied. Wir können keinen Abschied leben, wir dürfen es nicht. Denn unserem zigeunernden Herzen geschehen auf den Irrfahrten unserer Füße unendliche Abschiede. Oder soll sich unser Herz binden für eine Nacht, die doch einen Abschied zum Morgen hat? Ertrügen wir den Abschied? Und wollten wir die Abschiede leben wie ihr, die anders sind als wir und den Abschied auskosteten mit allen Sekunden, dann könnte es geschehen, dass unsere Tränen zu einer Flut ansteigen würden, der keine Dämme und wenn sie von Urvätern gebaut wären, widerstehen. Nie werden wir die Kraft haben, den Abschied, der neben jedem Kilometer an den Straßen steht, zu leben, wie ihr ihn gelebt habt. Sagt uns nicht, weil unser Herz schweigt, unser Herz hätte keine Stimme, denn es spräche keine Bindung und keinen Abschied. Wollte unser Herz jeden Abschied, der uns geschieht, durchbluten, innig, trauernd, tröstend, dann könnte es geschehen, denn unsere Abschiede sind eine Legion gegen die euren, dass der Schrei unserer empfindlichen Herzen so groß wird, dass ihr nachts in euren Betten sitzt und um einen Gott für uns bittet. Darum sind wir eine Generation ohne Abschied. Wir verleugnen den Abschied, lassen ihn morgens schlafend, wenn wir gehen, verhindern ihn, sparen ihn uns und den Verabschiedeten. Wir stehlen uns davon wie Diebe, undankbar dankbar und nehmen die Liebe und lassen den Abschied da. Wir sind voller Begegnungen, Begegnungen ohne Dauer und ohne Abschied, wie die Sterne. Sie nähern sich,
stehen Lichtsekunden nebeneinander, entfernen sich wieder, ohne Spur, ohne Bindung, ohne Abschied. Wir begegnen uns unter der Kathedrale von Smolensk. Wir sind ein Mann und eine Frau. Und dann stehlen wir uns davon. Wir begegnen uns in der Normandie und sind wie Eltern und Kind. Und dann stehlen wir uns davon. Wir begegnen uns eine Nacht am finnischen See und sind Verliebte. Und dann stehlen wir uns davon. Wir begegnen uns auf einem Gut in Westfalen und sind Genießende und Genesende. Und dann stehlen wir uns davon. Wir begegnen uns in einem Keller der Stadt und sind Hungernde, müde und bekommen für nichts einen guten, satten Schlaf. Und dann stehlen wir uns davon. Wir begegnen uns auf der Welt und sind Mensch mit Mensch. Und dann stehlen wir uns davon. Denn wir sind ohne Bindung, ohne Bleiben und ohne Abschied. Wir sind eine Generation ohne Abschied, die sich davonstiehlt wie Diebe, weil sie Angst hat vor dem Schrei ihres Herzens. Wir sind eine Generation ohne Heimkehr, denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten. Und wir haben keinen, bei dem unser Herz aufgehoben wäre. So sind wir eine Generation ohne Abschied geworden und ohne Heimkehr. Aber wir sind eine Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine Generation voller Ankunft auf einem neuen Stern, in einem neuen Leben, voller Ankunft unter einer neuen Sonne, zu neuen Herzen. Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem neuen Lieben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott. Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört. Lass mir deinen Rosenmund noch für einen Kuss. Draußen weiß ein ferner Hund, dass ich weiter muss. Lass mir deinen Rosenmund noch für einen Kuss. Draußen weiß ein ferner Hund, dass ich weiter muss. Lass mir deinen hellen Schoß noch für ein Gebet. Mach mich aller Schmerzen los. Horch, der Seewind weht. Mach mich aller Schmerzen los. Horch, der Seewind weht. Lass mir noch dein weiches Haar schnell für einen Traum, dass dein Lieben Liebe war. Lass mir diesen Traum. Lass mir noch dein weiches Haar schnell für einen Traum, dass dein Lieben Liebe war. Lass mir diesen Traum, dass dein Lieben Liebe war. Lass mir diesen Traum. Dies ist der vermutlich letzte Brief, den Wolfgang Borchert schrieb. Er kam erst nach seinem Tod am 20. November 1947 beim Rowohlt Verlag an. 16. November 1947. Lieber Herr Rowohlt, ich glaube, Sie haben sich fürchterlich über diese Schnabel- und Schneider-Angelegenheit geärgert. Unter Ihrem Brief lag so ein gedämpftes Grollen. Aber Sie müssen mich verstehen, denn von diesen sagenhaften Franken, 5.000,
sind nur 2000 vorhanden. Die reichen für knapp 6 Monate und 2 Monate habe ich schon rum. Dass Sie alles tun, das weiß ich. Aber wenn der Govertz fragt, warum mein Buch immer noch nicht da ist, der dachte, es wäre schon fertig, und ich sehe, wie schwer es ist, das Geld hier aufzutreiben, dann dürfen Sie mir nicht übel nehmen, wenn ich allerlei blödsinnige Anregungen zu geben versuche. Es ist nämlich nicht so einfach, tatenlos dazuliegen und immer zu warten, was man über mich beschließt. Ich fühle mich bei dieser ganzen Aktion nicht sehr wohl und mein armseliges Stück Körper macht mir viel zu schaffen, dass mir Mut und Geduld allmählich ausgehen. Lieber in Hamburg anständig gestorben, als hier so einige Jährchen dahin vegetiert und ein höfliches Gesicht machen müssen aus lauter Dankbarkeit. Sehen Sie, aus solcher Stimmung greift man dann nach allen unmöglichen Strohhalmen, sprich Schnabel und Schneider. Nehmen Sie es mir also nicht übel, wenn ich hin und wieder ein bisschen Mist mache, bitte. Den Erfahrungsbericht habe ich bekommen, ebenso das neue Verlagsverzeichnis. Wenn Sie ausgerechnet mich an die erste Stelle setzen wollen, so wäre das ein schlechter Witz und eine Beleidigung gegen die guten Namen Ihres Verlages. Tun Sie meinen Namen ruhig dahin, wohin er gehört. An den Schluss. Wir wollen uns doch nichts vormachen. Aktualität ist doch kein Qualitätszeichen. In 2 Jahren wird kein Mensch das Zeug mehr lesen und die Leute, die mir das Gegenteil beweisen wollen, sind entweder dumm oder höflich oder geschäftstüchtig. In 2 Jahren werden die Zeitschriften von solchen Borcherts voll sein und man wird dann hoffentlich erkennen, um was es sich wahrhaft handelt. Um Feuilleton für den Tag, um Mischmasch von Reportage, Pathos und Kinooptik. Also nicht an erster Stelle. Ich fühle mich da sehr unsicher. Stellen Sie mich hinten an. Wenn meine Sachen in 2 Jahren immer noch gelesen werden, dann kann ich ja einen Platz aufrücken. Heute bekam ich einen Brief von Zuckmeier. Er meldet sich zum Besuch an und ich freue mich sehr. Sie sind ja gut mit ihm befreundet und haben ihn wohl auch auf mich aufmerksam gemacht. Er deutete so etwas an. Wenn ich so hin und wieder vom Rowohlt Verlag höre, freue ich mich immer riesig. Ich sehe Sie noch auf dem Altonaer Bahnhof stehen. Das war sehr lieb von Ihnen, dass Sie mich an die Bahn brachten. Und ich denke oft daran, wie Sie das erste Mal bei mir zu Besuch waren. Ob ich Sie auch mal besuchen kann? Manchmal sieht meine Zukunft zu trübe aus, dass ich einigermaßen aus der Fasson gerate vor Verzweiflung. Hoffentlich gelingt es Ihnen, 1948 mal in die Schweiz zu kommen. Das wird mir gut tun. Zum Schluss tun Sie mir den Gefallen und nehmen Sie mir nichts übel, wenn ich auch mal daneben tippe. Denken Sie an meine schiefe Lage und lassen Sie 3 gerade sein. Viele Grüße an Frau T., H., Herrn M., N. und F. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Arbeit, Kraft und Gesundheit. Immer Ihr W.B. Stell dich mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfensegen, spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Wind, glaub an ihn und sei ein Kind, lass den Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein, versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Regen, stell dich mitten in den Wind. Glaub an seinen Tropfensegen, glaub an ihn und sei ein Kind. Stell dich mitten in das Feuer,
liebe dieses Ungeheuer in des Herzens rotem Wein und versuche gut zu sein, versuche gut zu sein. Unser Manifest ist die Liebe. Wir wollen die Steine in den Städten lieben. Unsere Steine, die die Sonne noch wärmt, wieder wärmt nach der Schlacht. Und wir wollen den großen Wind wieder lieben. Unseren Wind, der immer noch singt in den Wäldern und der auch die gestürzten Balken besingt. Und die gelbwarmen Fenster mit den Rilke-Gedichten dahinter und die rattigen Keller mit den lila gehungerten Kindern darin. Und die Hütten aus Pappe und Holz, in denen die Menschen noch essen, unsere Menschen, und noch schlafen und manchmal noch singen und manchmal noch lachen. Denn das ist Deutschland und das wollen wir lieben, wir mit verrostetem Helm und verlorenem Herzen hier auf der Welt. Doch. Wir wollen in dieser wahnwitzigen Welt noch wieder, immer wieder lieben.